Warte mal. Du hast es versaut. Geh aus diesem Raum, Alter, und komm nie wieder zurück. Ab. Ich wusste nicht, dass du schnell reagiert. Ich wollte deine Begrüßung. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Er hat es mir versaut. Ich möchte, dass er geht. Fucking wasted, Alter. Okay. Dann bin ich aus König der Löwen, geh weit, weit weg und komm nie wieder zurück. Leute, um das zu verstehen, ja, das war gerade lustig. Wir haben ja immer die verschiedenen Begrüßungen mittlerweile. Ich habe gerade Kopf in der Zahl geworfen zwischen Emo und Exo, Marius. Also Marius. Und ich habe gerade geworfen, Emo hätte eigentlich die Begrüßung machen müssen. Ich zähle runter, 3, 2, 1 und genau in dem Augenblick sagt Siva, warte mal. Schön, schön. Ich wollte schön reingegrillt. Du hast es einfach versaut, sag am besten nichts mehr. Bei einem Foto, bei der Fotografie würde man es Fotobomb nennen, du hast Akustikbomb gemacht, einfach. Voll reingegrätscht in die Aufnahme. Ja. Und ich hatte am besten das Spiel. Dann du weißt aber schon, dass Emo dir das nie wieder verzeiht, oder? Ach, ich kann es sowieso nicht ausstehen. Dafür darf Emo anfangen zu lesen. Oh doch, ich mochte dich sogar, aber. Naja, zu spät ist das Spiel. Nach der Sache bei Minecraft? Sei einfach ruhig jetzt, ich lese. Gestern wurde ich von der Polizei angehalten. Sie wollten, dass ich. Es ist so schlecht alles. Was es ist alles so kacke. Ich hab nur Scheiße. Ich bin einfach das Stumpfste, was es gibt. Ich hab so keine Karten. Also ich muss bei meiner jetzt schon lachen. Ich weiß nicht genau, was die Scheiße ist, wenn man sie dann in der Masse wieder sieht, aber ich muss jetzt lachen. Ich find's witzig. Oh Mann, jetzt bin ich mal gespannt, du. Stumpf ist Trumpf. Stimmt. Und wenn er kann, dann hat er. Und wenn er nicht kann, dann hat er trotzdem. Aber der kann hier, der kann! Ich muss aber wieder Hearthstone spielen, ey. Oh ja, ich bin dabei. Ich habe ja auch schon das neue Deck. Boah, habe ich auch schon seit Ewigkeit nicht mehr. Müssen wir mal zusammen zocken. Ja. Gestern wurde ich von der Polizei angehalten. Sie wollten, dass ich... Süß? Alles klar, lass mal so stehen. Sie wollten, dass ich... Dizzy im Latex-Kostüm? Sie wollten, dass ich Auschwitz? Sie wollten, dass ich Urin? Sie wollten, dass ich Saddam Hussein. Es ist alles stumpf, Scheiße! Ich weiß doch gar nicht, welches meins ist. Hey, die Polizei möchte, dass ich einmal so Fenster runter. Ja, was möchten Sie? Auschwitz! Süß! Sie wollen, dass du Auschwitz. Wollen, dass ich süß saß. Ich nehme einfach süß. Ja! Ja, geil! Ach, du bist das Schmierbrot! Ich bin das Schmierbrot. Sie wollten, dass ich Fenster runter. Dann so, ja, was wollen Sie? Süß! Verstanden! Verstanden! Ach. Nichts fühlt sich besser an als auf. Oh, das ist schön. Jeder wird die Anspielung vielleicht verstehen. Jeder wird's verstehen. Wenn nicht, dann schlagt euch selber. Mit selber schlagen. Und mich dabei Daddy nennen, das ist toll. Das ist ich schlage mich oft selbst und nenne mich dabei Daddy. Also. Oh, Daddy, mach weiter, hör nicht auf. So richtig schizophren. Ihr seid toll. Das ist Sex mit dir selber, aber wir sind nie alleine. Nichts fühlt sich besser an als ihre königliche Hoheit, Elisabeth. Queen Elisabeth die Zweite. Ihre königliche Hoheit, König. Was soll das? Alter, fucking what, mate? Die vierte Dimension ist gebrochen worden. Und das lustig ist, ich muss all diese beiden Antwortmöglichkeiten genau dann hat. Oh. Vor allem, ich musste gerade alles zweimal lesen, um vielleicht zu gucken, so ist da vielleicht irgendwie was anderes geschrieben? Es ist ja doch, es ist was anderes geschrieben. Ihre königliche Hoheit, Queen Elizabeth. Und ihre königliche Hoheit, Königin in der achten Dimension, alles gebrochen. Alter, das ist ja achte Dimension. Völlig Leute, durch, es gibt einen Unterschied. Bei dem ersten steht Queen und bei dem zweiten steht Königin. Wow. Nichts fühlt sich besser an als Lesben auf Brechdurchfall. Oder eine verfuschte Beschneidung auf Juden, die sich gegen Gas beschweren. Die sich auf... Über. Ja, okay. Als Selbstgeiselung, eine enttäuschende Geburtstagsparty oder Schläge auf den Po auf schwule Schwuchteln. Baby, nämlich Daddy. Wir wissen definitiv, was gewonnen hat. Miguel Pablo. Miguel Pablo hat immer gewonnen. Hallo, die Schwulen. Hallo, wir müssen queer sein.
Wobei sich auf einer sehr enttäuschenden Geburtstagsparty selbst zu verprügeln, wo wir schon bei Selbstverprügeln sind, nämlich Daddy dabei, da passt die Selbstgeißelung noch wieder rein. Ah, ich muss sagen, ich find's irgendwie gut. Tatsächlich. Also, einfach nur, weil es so ein Mindfuck ist. Yeah! Ja, definitiv. Die Queen auf die Queen. Es ist so Double Queen, weißt du? Ja. Warte mal, das ist doch dann ihre Tochter. Das ist kein Inzest, das ist Wincest, weißt du? Da gewinnt man einfach nur bei. Oh. Ja, da kannst du East Coast, West Coast, Holocaust nicht mit vergleichen. Eine Frage, die wir schon seit Outlast 2 kennen. What would Jesus do? Sagen, dass ich es bei dir gesehen habe. Geil. Wer kein Spiel für dich Geld ausgeben würde. Ja, naja, ich hab's auch gesponsert gekriegt. Ich hab's mir auch gekauft. Ja. Bei Epic Games. Ja, aber mit Monopoly-Geld, Emo. Was will Jesus tun? Er will jetzt gegen Hahn spielen. Er hatte lange Haare. Ich mach das auch manchmal zwischendurch. Beim Reden so, ich nehme mal hinten so eine Locke und spiele mal selbst dran drum, wie so ein Mädchen beim Telefonieren. So, aha, Baby. Das passt zu Jesus, ja? Ich glaube, er ist. Das haben wir beide gemacht, du weißt es. Und das Schlimme ist halt, Jesus hat mehr Bart als wir. So. Jesus würde vielleicht auch Schnaps brennen. Aber das würde Jesus auch tun. Ist aber mal gar nicht eins. Die Katholiken haben das drauf. Jesus gibt die beste Antwort. Er würde vielleicht eine alte rassistische Frau schlagen oder Waterboarding betreiben. Das passt so zu Jesus auf jeden Fall. Oh, das ist schwer, das ist echt schwer. Weißt du, jetzt habe ich auch erkannt, eigentlich haben die Leute alle gedacht, er kann übers Wasser laufen, aber er hat einfach nur ein blaues Surfbrett. Alter, ist eigentlich nur Hawaiianer. Waterboarding hat nichts mit Surfen zu tun, das ist eine Foltermethode, ne? Ach was, Daniel. Gar nicht. Daniel, das war schon so ein Mensch, der ist ertrunken, hat sich draufgestellt, passt. Das machen die Hawaiianer schon seit Jahrtausenden. Wusstet ihr übrigens, jetzt mal um Geschichte zu lernen, die Hawaiianer oder hawaiianischen Inseln, das sind die ersten Kanaken gewesen. Es sind alles Minderheiten in dieser Region. Nee, aber Kanake kommt aus deren Sprache und heißt eigentlich im Prinzip übersetzt auch nur Mensch. Und deswegen war es im Prinzip, Kanake war dann später sogar in Deutschland ein Titel, ein guter Titel, ein positiver Titel. Und dann gab es zu viele von diesen Kanaken und die haben es dann die ganze Arbeit weggenommen. Seitdem ist er negativ behaftet, seit den 70er Jahren. War das nicht aber früher war Kanake ein positiv behafteter Titel. Emo? War das nicht tatsächlich auch so bei den Türken, dass im türkischen Kanake einfach ein Mensch bedeutet? Nee, Kanake kommt nicht von den Türken, kommt von den Hawaiianern. Ja, aber das hat sich auch in vielen arabischen Sprachen, soweit ich weiß, eingebürgert. Ja, durch uns Deutsche wieder. Also es ist bei uns wieder durch die Minderheiten. Aber eigentlich waren die Südländer aus Afrika und so gar nicht damit gemeint, sondern eigentlich Südländer noch viel weiter südlich, und zwar Hawaii. Du solltest wählen. Was? Egal. Ich kann mich nicht entscheiden. An den Haaren spielen, Schnaps brennen. Ist Jesus ein scheiß Säufer? Ist er ein geiler Haarspieler wie ich? Ich will dich ja nicht drängen, aber wenn wir länger brauchen, ist Jesus' Auferstehung schon bald wieder nah. Ja! Er spielt sich an den Haaren. So, die Haare haben gewonnen. Aber ich brauche wieder lange Haare. Es war einfach zu schwer, es war zu knapp, es waren wirklich nur so 2% Unterschied. Ein Essen im Kerbtutschein wäre nix ohne Haare. Das ist einfach nur Scheiße von mir. Ich hab auch mal was schon wieder gefurzt, ey. Ich hab's genau gehört. Ich hab gerade auch gefurzt. Aber ich hab mich dafür extra gemutet. Was haben wir gerade? Weil er hat sich nicht gemutet. Haben wir gerade zu dritt gefurzt? Ich hab nicht gefurzt. Ich hab mich eingeschissen, zählt das auch? Schade, es wäre zu wundervoll gewesen. Dann hast du seinen gehört und ich habe nur erbrochen. Meiner war ganz leise. So. Schön. Ein Essen im Kerzenschein wäre nichts ohne Lordis Armee von Make-up-Künstlern. Ein Essen im Kerzenschein wäre nichts ohne Scheiß getarnt als Schokopudding. Ein Essen im Kerzenschein wäre nichts ohne Axe Deo. Ein Essen im Kerzenschein wäre nichts ohne Blaubeeren-Steak. Alter. Warte mal. Was ein Essen im Kerzenschein wäre nichts ohne ranzige Butter auf schimmeligen Brot. Ist das jetzt etwa die Retourkutsche für den Anfang? Ich weiß nicht. Warte mal! Was denn? Du sollst einfach nur warten. Mehr will er nicht. Ich wollte einfach nur mal gucken, wie lange es ruhig bleiben kann, aber... Das war wirklich die Rache von eben. Ich weiß es nicht. Warten wir doch mal! Oh, das ist schade. Ich muss ganz ehrlich sagen, Lordi fände ich geiler. Lordi? Ja, Lordi fände ich geiler. Ja, das war meine Karte. Wieso lacht er jetzt? Ich weiß immer noch, welchen Axel Schröder lachen. Axel Schröder ist einfach super. Oh Mann, ey. Ich hab gewonnen. Okay.
Ilo ist einmal am Tag aus Innehalten und... Ja, hab ich schon gesagt. Axel Deo, war das nicht Axel Schröder? Es läuft ja beides auf das Leben. Oh! Einmal am Tag kurz innehalten und von Ja, ja, der Mumu betrunken werden, weißt du? Wenn sie die Flasche Wodka einfach nur reinschiebt und Kopfstand macht. Einmal am Tag kurz innehalten und alte Leute anzwinkern. Einmal kurz innehalten und brauen, ne? Einmal am Tag kurz innehalten und Sex. Einmal am Tag kurz innehalten und Alkoholos. Fuck. Was mache ich denn jetzt? Mehr trinken, Ilo. Mehr trinken. Also ich wüsste, was ich nehmen würde von den beiden. Das ist deine Sache. Du bist natürlich die radikale Person. Ich hätte das Mundwasser genommen, um einfach nicht so direkt zu sehen. Dankeschön. Und weil es deine Karte ist. Nein, ich hätte. Nein, das ist meine Karte gewesen. Ich hätte das Mundwasser nicht genommen, aufgrund der Tatsache, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich von Mundwasser betrunken werde. Wird man scheiße, dann hat Pandasex. Ich hatte Pandasex. Ich hatte und auch ihr? Schon mal Pandasex. Warte mal, du hast also mit Mädchen mit was. Alkoholismus. Warte mal. Excuse me, Bitches, kann ich jetzt bitte lesen? Ach, warte mal. Emo? Dankeschön. Oh, verdammt, hätte er noch. Wenn ich ein Milliardär wäre, wem würde ich eine Statue widmen? Hella von Sinn, auf jeden Fall. Oh ja. Was war Daniel jetzt? Du wolltest gerade irgendwas sagen. Also, weil er gesagt hat, du hast Pandasex. Das heißt, du hast mit Mädchen mit Mascara geschlafen und sie dann angespuckt und hast dann in den Augen verrieben? Natürlich. Frag meine Ex. Ich weiß nicht, das ist keine Spende. Die brauchen wir jetzt nicht tragen. Ich hab das eigentlich immer ein Scherz, aber. Geil! Ich schätze, jemand mal bringen kann, aber schlimm ist, die kennen ja alle. Vielleicht guckst du das nicht. Das war ein sogenanntes Näpfettchen. Das war ein richtiges Näpfettchen. Näpfettchen, ja, auf jeden Fall. Oh, Daniel. Das wird nicht gut enden. Das war ein dummer Scherz, aber das Schlimme ist wahrscheinlich. Du kannst es doch zensieren. Wir werfen etwas mach ich aber nicht. Wir werfen einen Jump-Cut an der Stelle. Jump-Cut! Wenn ich ein Milliardär wäre, wem würde ich eine Statue widmen? Einem kleinen Pferd, aber keinem Pony. Boah, rassistisch und diskriminierend. Einem FPÖ-Wähler. Ein Pornodarsteller. Bex ohne Lemon. Hauptsache, Alessio geht's gut. Ist das schlecht, ey? Vor allem, wer ist das, Alessio? Ist der Sohn von Sarah und Pedro Lombardi. Lombardi. Einfach nur weil du es oh Gott. Why? Weißt du, voll von der Frage abgewiesen. Hauptsache, Alessio geht's gut. Ich bin raus. Leute müssen aufhören, über Bam zu reden. Ja, wir müssen aufhören, über Alessio zu reden. Ihr könnt jetzt ruhig lachen. Dankeschön. Es ist schon fast 11 Uhr abends. Da kommt sie mit dem Hall wieder an. Mit ihrer Ghetto-Sprache. Ich möchte keine Milch kaufen. Du hast gestapelt. Marius? Ja. Spontan AIDS? Leute müssen aufhören, über Eichelkäse zu reden. Niemals. Leute müssen aufhören, über Sperminator zu reden. Leute müssen aufhören, über Euphoria von Calvin Klein. Obsession. Mein Gott, ey, war das behindert. Leute müssen aufhören, über Suppe, die zu heiß ist, zu reden. Leute müssen aufhören, über eine wortwörtliche Arschlandung. Arschladung. Arschladung voll Reißzwecken zu reden. Geil. Obsession. Einfach was sein muss. Obsession. Natürlich. Boah, nicht kommen da rein, bitte. Von den Lunatic, der kann das nicht gut immer so dieses. Obsession. Wie du mich gerade Lunatic genannt hast, voll ausgesprochen auch noch. Uiuiui. Mit noch die 1988 dahinter. Ja, wir wollen ja einen Real Name verwenden. Ja, es sind immer noch die Fans da draußen. Ja, wir müssen eine Privatsphäre. Danke dafür, Ali. Was? Ja, danke. Ich wollte es gerade sagen, du dumme Sau. Och man. Miguel Pablo, danke Merkel. Dieter Bohlen, danke Merkel. Ich habe jetzt mal eine generelle Frage. Jetzt muss jemand kommen, Angela Merkel. Wie funktioniert danke das mit den Blinkers?
Du klickst die an, was? Drückst auf Confirm Selection und dann oben hast du ein Feld zum Eingeben. Musst aber immer einen Punkt oder ein Ausrufezeichen hintersetzen oder ein Fragezeichen, weil sonst ist es. Sonst erkennt man, dass es eine Blank Card ist. Alles klar. Jetzt frage ich mich, was die Blank Card ist. Jetzt erkennt man zum Rechtschreibfehler. Wer ist eigentlich der Teasy? Teasy kam ich schon zum dritten Mal vor. Ich google mal. Auch ein Kind von Pedro. Danke, Merkel. Vorhaut, danke, Merkel. Depression, danke, Merkel. Teasy, nicht. Teasy ist nicht vorhandene Vorhaut. Warte mal, geht's jetzt um nicht Teasy? Nicht Bart. Bart. Was ist das denn? Mann, wie kannst du Bart mit Merkel Vorhaut verwechseln? Oder hat er unten mehr Bart als Vorhaut? Ja, aber oh, ich habe das gerade. Danke, Merkel. Wenn das vorgelesen hat, klang das gerade eher wie Teasy von Waititi. Ja, vielleicht ist es ja Teasy. Vielleicht ist er auch Teasy. Die Satanshure. Die alte Satanshure. Der hat ja auch keinen Bart. Was soll ich dazu sagen? Danke, Merkel. Das ist halt alles wieder Content von Waititi. Vollkommene Scheiße. So, hey, also die Depression. Depression und Landmin sind wirklich, da kannst du danken. Für Vorhaut. Easy ist ein Kleinelektronikhersteller aus Deutschland. Ja, ganz eindeutig hat er seine eigene Karte ins Spiel integriert, um Werbung für sich zu machen. Und er hat auch keinen vorhandenen Bart. Die Elektronikhersteller. Aber. Er nämlich Krebs. Depression. Tod und Verzweiflung. Tod und Verzweiflung. Toll. Veto! Veto! Adolf Hitler, Spaß für die ganze Familie. Gucken, was er so Schönes bietet. Er kocht auch nur mit Wasser. Er ist Adolf Hitler. Er kocht mit Zyklon B. Adolf Hitler. Oh, das ist doch gut, das ist wirklich was für die Familie. Was ist mit Tine Wittler? Was will die Tine Hitler? Ich hab gespuckt. Wie eine Hitler, ja. Wenn nicht deine Mutter Hurensohn ruft, Spaß für die ganze Familie. Durchfall ist natürlich auch Spaß für die ganze Familie, vor allem wenn es im Haus stinkt, ey. Ein langsamer Laptop voller hochauflösender Pornos, oh ja. Cheeseburger-Porn. Oder von deiner Schwester erwischt werden, während du an ihren Höschen schnupperst. Das letzte passt auf jeden Fall, weil da ist dann immer ein Abendgespräch. Ja, das definitiv. Aber wenn deine Mutter dich Hurensohn ruft. Ich meine, das ist jetzt total selbstironisch, aber leider auch wahr. Das erste trifft leider auf mich zu. Was war das erste nochmal? Hurensohn. Wenn deine Mutter dich Hurensohn, Hurensohn genannt werden. Warte mal, und auf wen trifft das zu? Auf Marius. Auf mich. Das war aber hoffentlich ein Scherz. Meine Mutter, die Olle. Von was? Ihr jetzt, also es war hoffentlich ein Scherzruf von ihr. Nein, die meinte das. Nein, meine Mutter hat mich tatsächlich mal Hurensohn gerufen. Ich hab so ausgelacht und hab gesagt, überleg mal, was du gerade gesagt hast. OMF, lol. Ja. Ich danach steh drauf. Danach hat sie mit Schuhen nach mir geschmissen. Ich hab gesagt, von wegen, ey, ganz ehrlich, selber schuld. Alles klar. Ah, das Leben. Ich muss mir Alkohol trinken. Wunderbar. Ich steh drauf, eine Schnappschildkröte, die in die Spitze deines Penis beißt. Ich steh drauf, heutzutage werden Pfarrer von Kindern missbraucht. Oh. Ich steh drauf, blutverschmierte Eichel. Oh. Ich steh drauf, was Beste in einer Konfetti Ah, das ist gut. Ich steh drauf, Inkontinenz. Inkontinenz, ja. Das Asbestos, gut. Das Asbestos, ja! Super, ey. Asbest in der Konfetti-Maschine, ey. Und alle so, yay. Scheiße. Graues Konfetti, das macht mich ganz schwummrig. Und dann ist es zu spät für die kleine Racke. Wegen Daniel lecke ich immer. Nein. Doch. Siehst du doch. Bei mir passt irgendwie gar nichts mehr da rein. Bei mir passt ich nehme einfach nicht etwas, mal gucken. Solange du nicht wieder das Michelin-Männchen nimmst. Ich nehme mich doch nicht selbst. Boah. Wegen Teamwork-fördernde Leibesübungen lecke ich immer. Wegen Minecraft lecke ich immer. Wegen auf deiner Nase kotzen lecke ich immer. Wegen Skönne Oke lecke ich immer. Wegen Penetration der Toten lecke ich immer. Penetration der Tits! Schicke der Hack. Minecraften. Ja. Teamwork für deine Leibesübungen, das wäre auch Teabagging im Online-Sport. Weißt du, wenn du online Minecraft spielst, dann kann es ja gut sein, dass du deswegen auf dem Teamspeak lagst. Ja. Oh ja, die perfekte Karte für mich. Wie hält man eine Beziehung am Laufen? Gegenseitiger Hass? Vergewaltigung. Ausgelassenheit. Hunger. Trauer.
hält man eine Beziehung am Laufen? Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber. Rhabarber. Rhabarber, Barbara. Das hat er dann von Anfang an gesagt, oder? Wie hält man eine Beziehung am Laufen? Vergewaltigungskeller. Ja, das ist praktisch. Außerdem, der Weihnachtsmann, der ein schlafendes Kind teabaggt, ein Bild davon macht und es dann in seinen Strumpf steckt. Was hat das mit der Beziehung zu tun? Diese verfickte Vorstellung. Aromatisierte Kondome und Sexting. Eindeutig, das hat mich absolut überzeugt. Einfach nur, weil wir nichts drin gelesen haben. Das ist einfach. Dieses Spiel funktioniert so einfach. Diese Runde wird nie enden. Aber, was? Phase, blablabla, was auch nicht. Der Gedanke an. Ach, gib mir. Gib dir. Ja? You can say. Ich kann nicht mehr sagen. Kackewurst am Arsch. Geht lecker. Nicht ab. Mit Bierchen. Der wird heiß. You can say, wie man den letzten Rest, der am Arschloch hängt, los. So, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich höre nebenbei Bob Marley. Schütteln. Ich kann nichts nebenbei hören, sonst ist die Aufnahme mit Mucke übersetzt. Okay, der Gedanke an dummer, dummer Neger gibt dir IS real. Also IS real. Is real. For real? Ah, der Gedanke an der Mann im Mond gibt dir Fuguila. Der Gedanke an Würstchenparty gibt dir Pellwurst. Oh, das ist geil. Der Gedanke an Gerhard Schröder gibt dir Penisneid. Der Gedanke an sich alleine betrinken gibt dir Hungersnot. Vom Saufen wird man echt mal hungrig. Ja. Komm, ganz ehrlich, Würstchenparty. Nee, Storno, Storno will ich nicht mehr zurücknehmen. Warte mal. Ja. Ob Xavier den Punkt gegeben hast? Ja. Willst du mich jetzt verarschen? Sich alleine betrinken? Hallo? So einen überfetteten Döner würde ich gerade alles geben, ne? Im Himmel gibt es tonnenweise. Ich hab nur Scheiße. Ich würde sagen, Waititi hat sich in alle unsere Laptops gehackt. Ich finde das wirklich kacke. Es gibt nur Scheiße-Potten. Daniel, kein Problem. Ich höre gerade Bobby McFerrin. Für mich ist die Welt gut. Im Himmel gibt es haufenweise zu heiße Suppe. Tonnenweise speckige Oberschenkel. Tonnenweise alte Menschen und tonnenweise. Dies ist Gesichtsbehaarung, das ist gerade der Babyprobe. Wer ist das? Ich frage mich das auch. Das muss irgendwer anders sein. Das kann nicht ein verschissener Elektronikhersteller sein. Ich wette dir wirklich halt TC gemeint, so von YTT. Nur halt anstatt TC haben sie dann halt TC. Der wurde früher auch, glaube ich, TC geschrieben. Ich bin mir nicht sicher. Glaub aber auch. Sonst würde ich nicht wissen, wer das ist. Einfach nur, weil ich gerne eine schaue und es so ein Klischee bedient. Und der Speck ist da. Ach komm, schon zu heiße Suppe. Das ist die zweite Karte mit heißer Suppe, die ich diese Runde habe. Warum existiert diese Karte? Gib mir einen Grund, warum sie existiert. Ich habe dir einen Grund gegeben, das wirst du wieder erkennen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich habe gewonnen. Mal gucken. Es ist eigentlich das Ultimatum. Die existiert wegen dem Teufel. Wegen Morgan Freemans Stimme. Wegen Panzertape. Wegen der Intelligenz meines besten Freundes, so rum. Oder wegen No-Scope Luck. Am erotischsten ist einfach die Stimme Morgan Freemans, deswegen nehme ich das. Yes! Tja, Morgan ist Freeman, ne? Hätte Gott eine Stimme, wäre sie von Morgan Freeman. Aber Panzertape, damit kriegt man alles hin. In seinem Buch schreibt der Historiker über die SS Leibstandarte. Das ist so. Okay. Die Leibstandarte Buchenwald, Leibstandarte Ostfront. In seinem Buch schreibt der Historiker über die SS Leibstandarte Niggerkost. Passt natürlich.
In seinem Buch schreibt der Historiker über die SS Leibstandarte Sperma. In seinem Buch schreibt der Historiker über die SS Leibstandarte der Amoklauf von Winnenden. Boah. In seinem Buch schreibt der Historiker über die SS Leibstandarte Edeka. Das finde ich gut. In seinem Buch schreibt der Historiker über die SS Leibstandarte das Safe Word vergessen. Das ist ganz schön schlecht und könnte schmerzhaft enden. Ich bin tatsächlich Edeka. Ach ne, war Negerkuss ist schon gut. Yes! Aber schwarze Menschen. Zeit, dass wir langsam mal zu einem Ergebnis kommen. Aber die Vorstellung, dass Edeka von dieser Leibstandarte entstanden ist. Hitler, ich brauche eine Blank Card. Oh, das ist schön. Das kann man immer wieder verwenden. Ja. Oder Tim. Ja, der Hurensohn. Wir reden über den gleichen, oder? Ja, Pazifisten ist wohl ein Geburtsfehler. Neil Patrick Harris ist wohl ein Geburtsfehler. Nein, ich mag den. Der Holocaust ist wohl ein Geburtsfehler. Das Wunder der Geburt ist wohl ein Geburtsfehler. Dr. Martin Luther King. Martin Luther vor allem. Nein, ich nehme. Ja! Ich Owen, ein knappes Rennen zwischen Runner und mir. Jetzt bin ich so flach wie meine Brüste nicht sind. Oh, was? Nicht ernsthaft. Oh mein Wie Gott. Erhalte ich meine Beziehung aufrecht? Weil ich so viele hab, ne? Ja, 7. Nichts tun. Mit nichts oder weniger. Wie erhalte ich meine Beziehung aufrecht? AK, Headshots, Hepatitis C. Bestimmt sehr fördernd. Arschhaare zupfen, donnernde Fürze oder Hormoninjektion. Yes! Das hast Verdammt. Du falsch ausgesprochen, Runner. Es wäre donnernde Fürze! Achso, tut mir leid, ich habe das Caps Lock überlesen. Ja. Häme dich und geh in die Ecke. Gib anderen eine Chance zu gewinnen. Imo? Boah, ist das schon. Ja. Ich hab gerade was getrunken. Dumpf wie mein Bleistift in der Schule. Auf eine einsame Insel nehme ich mit. Das war ein geiles Geräusch. Das gute Loch. Loch. Ich habe heute so ein Zehn in der Beine, deswegen musste ich so ein bisschen. Wir können doch einfach mitnehmen. Aha. Ja, geil. Wir nehmen einfach eine Mordtrommel mit, was brauchst du? Oder ein. Oder ein. Oh. Ich nehme einfach eine Mordtrommel mit. Also, Daniel, ich bin dafür, wir nehmen Feature auf, ich habe zu Hause einen Kasu. Ja, ja. Sieg Heil. Das Heil Hitler hast du aber nicht verstanden? Nein. Nicht nochmal. Ah, jetzt schon! Voll geil. Ich hab gerade nur verstanden, Heil Helga. Okay, auf einer einsamen Insel nehme ich ein allgemeines Schweigen mit. Nehme ich einen Hammer in der Dose mit? Oh, das ist selbst hast du Hure und meine Zimmerpflanze. Oh, meine Zimmerpflanze. Oh, der Kaktus. Nehme ich Kinder, die Asthmaanfälle haben mit? Na, die halten wohl nicht lange frisch. Nehme ich Luca mit? Ganz stumpf. Dumpf. Luca. Einfach so. Einfach ein Selbsthass und eine Hure. Nein! Ja! Nein. Oh, das hätte ich jetzt niemals gedacht. Tut mir leid, Leute, die Runde ist jetzt zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's. Tschüssikowski. Ich muss erstmal meinen Schnäppel die Schnappschnaps trinken. Bis gleich. Verdammt, das hätte schneller laufen können. Oh Mann, ich hab nichts mehr zu trinken. Gib mir mal einen Schnaps. Enttäuscht. Ah, das geht Topus in die. Ah, bis in die. Ja, wieso muss ich denn immer zu dir kommen? Bist du wirklich so faul? Du sitzt und ich muss komplett übers Bett steigen. Du sitzt Euren auch. Beziehungsstreit wollen wir jetzt nicht hören. Wir verabschieden uns. Bis dann. Auf dein Aufwalter. Wiedersehen. Tschüss. Blablabla.